Ja, servus moin. Es gab schon lange keinen wirklichen Vlog mehr bei Sir Metalizer. Und deswegen dachte ich, mache ich es jetzt einfach mal. Wir sind gerade auf dem Weg nach Schweden und wollen das Land so ein bisschen erkunden. Mal gucken, was uns erwartet. Wir stehen jetzt gerade hier noch in Rostock vom Fährterminal. Wir fahren dann rüber nach Trelleborg und von da aus geht es dann einfach quer durchs Land. Mal gucken, wo uns verschlägt. Jetzt aber erstmal viel Spaß und wir sehen uns dann gleich in Schweden. Kurz Lager-Update, wir sind immer noch auf der Fähre von Rostock nach Trelleborg. Es ist mittlerweile kurz nach 3 Uhr, ich glaube sogar fast halb 4 schon. Ich kann irgendwie keinen schaffen, keine Ahnung, ich bin wahrscheinlich wirklich aufgeregt einfach. Das Ziel ist jetzt nach Trelleborg und von Trelleborg aus fahren wir einfach Richtung Osten der Küste entlang. Mal gucken, was uns da so erwartet. Wir haben jetzt keine Route. Kein Plan, gucken wir einfach spontan. Dafür bin ich irgendwie der Einzige, der jetzt zumindest hier weg irgendwie rumläuft. Ganz schön. Ne? Man sieht im Hintergrund da so ein Schiff fahren, also auch andere sind hier drin. Und ich denke, also kommen so knapp Stunde, das hat schon sind wir ungefähr da. Und ich freue mich einfach wahnsinnig, weil. Das ist irgendwie, ich glaube, schon immer auf meiner Liste gewesen, Schweden. Und jetzt geht's los. Ich bin aufgeregt. Bis gleich in Schweden. Erster Tag. Wir sind angekommen. Um 6 Uhr haben wir ungefähr die Fähre verlassen und ich konnte halt echt nicht schlafen. Ich war halt, das mit den Ruhesesseln war nicht so toll. Naja, jedenfalls sind wir direkt losgefahren zu einem Campingplatz, also sind die an der Küste entlang von Trelleborg aus Richtung Osten. Nein, hier kurz nach Trelleborg. Direkt einen Campingplatz gefunden und wir zahlen jetzt hier umgerechnet ungefähr 20 Euro für die Nacht. Und dann haben wir gesagt, okay, fahren wir direkt morgens um 7 hin. War auch jemand direkt vor Ort, der war auch super nett und dann haben wir gesagt, okay, dann legen wir uns mal ein bisschen hin, schlafen ein bisschen. War noch am Strand, ich habe noch ein paar Videos, habt ihr eben gerade schon mal gesehen. Und dann brauchen wir einfach noch Campingstühle. Irgendwie vergessen. Naja. Jetzt haben wir uns so ein bisschen eine kleine behelfsmäßige Lösung zusammengebastelt. Zelt und hier der Campingstuhl. Und noch ein kleiner Tisch dazu. Passt wunderbar, der ist super ruhig. Ringsherum Natur und direkt da hinten ist das Wasser. Also direkt das Meer, die Ostsee. Naja, so, wir fahren morgen auf jeden Fall weiter, morgen früh direkt. Gucken uns ein bisschen das Land an. Dann
Melde dich, melde uns einfach. So, in diesem Sinne, wir machen jetzt einen schönen Abend. Tag. Ich war jetzt gerade in Santa Maria, ein Strand. Schöner Strand. Da ist ein Leuchtturm. Da ist oben sogar, man sieht leider im Video wahrscheinlich nicht, aber da ist oben noch Kristall drin. Also ist wirklich so eine Kristalllinse eingebaut. Wunderschöne Natur. Wir fahren jetzt einfach Richtung Küste einfach weiter. Mal gucken, jetzt haben wir gleich noch Brotzeit. dann gucken wir mal, was es auch so die Natur so hergeht. Auf jeden Fall ist es wunderschön. Ja. Dann können wir auch gut schlafen hier. Der erste Campingplatz, wo wir waren, das war auch super top. Kann man nicht sagen. Mehr Natur, weniger Metalizer. Da. So, wer noch nie eine Kuh im Wasser gesehen hat. Wir haben voll Bock, wir sind ja noch aus dem Salzwasser. Für Autofahrer mit ein bisschen einfach so nach einer langen Autofahrt ein bisschen den Körper wieder in Schwung bringen. Das ist schon ganz gut. Und dann haben wir noch ein drittes Gerät hier. Hier fehlt leider die eine Kurbel, schade. Sonst hätte man hier so ein bisschen drehen. Ich schaukel auf einem Autobahnrastplatz. ja, läuft. Alice hat mir so viel Schwung gegeben, die ist einmal mit dem Auto weggefahren. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist, aber ich
Ich schaukel hier einfach, bis sie zurückkommt. Ich glaube, mein eigenes Körpergewicht braucht so viel Schwung, dass das Ding hier nie wieder anhält. Naja, dafür ist es lustig. Und wie gesagt, da hinten fahren die Autos. Auf der Autobahn. Da hinten, da. Moment. Da. Ja. Ich glaube auch einmalig in Schweden hier. Wir gehen jetzt mal hier runter zu einem wilden Bach. Hier darf man durchgehen. Alles kein Problem, alles easy. Dann zeigen wir gleich mal da vorne. Wasser. Hier ist zwar Angeln verboten, aber machen wir ja nicht. Von daher, wir gehen jetzt mal runter. Hier in Schweden zumindest. Wir fahren morgen früh zurück nach Deutschland. Wir von Trelleborg aus nach Rostock. Wir sind jetzt noch ungefähr so knapp 3,5 Stunden entfernt. Wir haben uns jetzt letzte Nacht hier so eine Hütte genommen. Der wird schlafen. Ja, war angenehmer zwischendurch, das definitiv. Schauen wir mal, wo wir heute schlafen. Mal gucken. Also das Wetter schwingt auf jeden Fall um. Wir hatten gestern schon sehr, sehr viel Regen gehabt, deswegen sind wir auch sehr, sehr viel gefahren. Und haben jetzt nicht so viel gesehen. Aber jetzt mal echt geil. Hat schon Urlaub. Kann man ja sagen.